Frau Staatssekretärin Lösekuch-Möller, Herr Präsident, meine Damen und Herren, bin ich außerordentlich dankbar, dass Sie in einfacher Sprache die wirklichen Essentials dieses Gesetzes so dargestellt hat, dass ich gehofft habe, dass... Was sind bitte Essentials, Herr Kollege? Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Ich will Ihnen da gerne helfen, um das in einfacher Sprache zu sagen, die Grundlagen dieses Gesetzes dargestellt hat. Ich habe das Wort einfließen lassen, weil ich den Eindruck habe, dass die einfache Sprache bei den Linken nicht verstanden wird, sonst hätten wir diese Rede nicht gehört. Und ich hatte die Hoffnung, dass ich mit diesem Fremdwort vielleicht Sie dann doch erreiche. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Werner, hier so zu tun, als würden wir ein Gesetz vorlegen, was Behinderungen nicht abbaut bzw. sogar Barrieren aufbauen würde, halte ich für mehr als abenteuerlich. Und ich glaube, Sie sollten sich ein wenig an die Gepflogenheiten des Hohen Hauses halten, dass wir versuchen, im Bereich der Politik für Menschen mit Behinderungen möglichst eine Sprache zu wählen und an die Dinge so heranzugehen, dass klar ist, dass wir hier ein gemeinsames Interesse als Deutscher Bundestag haben. Ich rate Ihnen dringend, dies auch deutlich zu machen. In der Tat, 14 Jahre ist das Behindertengleichstellungsgesetz alt. Es enthält spezielle Regelungen gegen Benachteiligungen von Menschen. Und das Kernstück dieses Gesetzes ist die Herstellung von Barrierefreiheit. Lebensbereiche müssen so gestaltet werden, dass Menschen mit Behinderungen gleiche Chance auf selbstbestimmte Teilhabe im Leben haben. In Deutschland gibt es 7,5 Millionen Menschen mit anerkannten Schwerbehinderungen und davon 711.000 Menschen, die Leistungen aus der Eingliederungshilfe beziehen. Die meisten Behinderungen treten im Laufe des Lebens auf. Nur 4 oder 5% werden mit Behinderungen geboren. Wir haben, und auch dies will ich Ihnen deutlich sagen und auf Ihre Rede antworten, wir haben seit vielen, vielen Jahren kleine Schritte zugegeben, aber wichtige Schritte getan, um die Lebenssituation der Menschen mit Behinderungen in unserem Land zu verbessern. Und ich halte es für notwendig, dies auch anerkennen zu erkennen und das in den Mittelpunkt zu stellen. Wir könnten uns auch an der einen oder anderen Stelle manches anders vorstellen. Aber gibt es Grenzen, auch hinsichtlich der Finanzen? Und ich glaube, im Rahmen dessen, was wir an Möglichkeiten haben, sind wir wichtige Schritte gegangen. Und der wichtige Unterschied besteht zu Ihnen darin, dass wir wissen, dass in der Wirtschaft schon alleine der Not gehorchend ganz viel im Bereich des Abbaus von Barrieren geschieht, weil man sonst auch nicht entsprechend Mitarbeiterinnen bekommt, weil sonst Kunden nicht ins Geschäft kommen, weil man sonst Umsätze nicht tätigen kann. Hier sind viele Dinge in Bewegung und ich glaube, dass wir unter den Gesichtspunkten auf einem guten Weg gehen. Mit diesem Gesetz, meine Damen und Herren, mit dem vorliegenden Gesetz wollen wir stärker die Regelungen der UN-Behindertenrechtskonvention aufgreifen und sie insbesondere in dem Bereich Abbau von Barrieren im Baubereich in den Mittelpunkt stellen, aber auch Abbau von Barrieren im Bereich der Nutzung der einfachen Sprache und in der Nutzung der neuen Kommunikationsmittel. Wir wollen hier eindeutig helfen, und das ist der zweite Teil, dass Menschen mit Behinderungen auch Ansprechpartner finden in den Behörden, dass wir hier in einer einfachen Sprache auch helfen, dass Menschen mit Behinderungen in den Behörden Gehör finden und dass man sich dort auch entsprechend darauf einstellt. Und ich begrüße ausdrücklich, dass wir jetzt die Schlichtungsstelle bei der Bundesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen haben, wo jeder sich direkt dran wenden kann, bevor es vor Gericht geht und bevor man bei Gericht die Auseinandersetzungen führt. Ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist und dass dies auch ein menschlicher Schritt ist, um gerade den Menschen, die behindert sind, denen den Weg zu mehr Recht auch tatsächlich zu beschaffen. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir den Blick weiten müssen auf manche Fragen, die sich uns in der letzten Zeit gestellt haben, nämlich die Frage der rasanten Zunahme von Behinderungen in unserer Gesellschaft. Wir haben keinen Abbau, sondern eine Zunahme. Das Problem ist nur, wir schauen auf diejenigen, deren Behinderung offensichtlich ist. Das sind oft Körperbehinderte, also die, wo wir sogar auch die Möglichkeit haben, durch Hilfsmittel für Ausgleich
nicht zur Behebung, aber für Ausgleich zu sorgen. Aber die große Zunahme der psychosomatischen Erkrankungen, der seelischen Erkrankungen, der geistigen Erkrankungen in unserem Land bereitet uns große Sorge. Und was mir noch mehr Sorge bereitet, ist, dass wir die Frage der Ursachen immer nur ambivalent beantworten. Wir antworten oft monokausal und sagen, es ist der Druck in der Wirtschaft. Ja, das ist es auch. Es sind die verdichteten Arbeitsvorgänge. Ja, das ist es auch. Es sind die Belastungen, denen Menschen im beruflichen Leben ausgesetzt sind. Ja, das ist es auch. Aber das ist es eben nicht nur. Sondern wir leben auch in einer völlig entgrenzten Gesellschaft. Wir erleben psychische Erkrankungen, weil in unserer Gesellschaft viele Dinge nicht mehr als Sicherheit erlebt werden, was Menschen als Sicherheit benötigen. Und das ist nicht nur eine Frage des sozialen Bereiches und der sozialen Mittel. Das ist auch eine Frage der Werte, der Grundlagen, in denen man sich in unserer Gesellschaft hält. Ich rate Ihnen und uns dringend, diesen Fragen nachzugehen, weil ich glaube, dass nicht unwichtige Ursachen darin liegen. Ich will Ihnen das sagen aus tiefer Überzeugung an einem winzigen Beispiel, das man nicht unterschätzen darf. In der Frage der Entgrenzung der Gesellschaft weise ich darauf hin, dass wenn wir weiterhin alles flexibilisieren, bis hin, dass wir keinen Sonntagsschutz mehr haben, bis hin dazu, dass wir alles freigeben, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn Menschen kaum noch Halt und Orientierung haben. Und deswegen glaube ich, dass die Frage was entwickelt sich in unserer Gesellschaft als das, was wir hinterher an Erkrankungen und Behinderungen diagnostizieren, ein Weg ist, den wir gemeinsam angehen wollen. Das vorliegende Gesetz dient dazu, Barrieren abzubauen, zunächst einmal dort, wo wir auch unmittelbar im öffentlichen Bereich helfen können. Ich bin sicher, dass wir hiermit einen weiteren wichtigen Schritt gehen, damit auch den Menschen Mut machen und ein Zeichen setzen. Meine Damen und Herren, Barriere abbauen, integrieren und inkludieren dient nicht nur den Menschen mit Behinderungen, es dient auch unserer Gesellschaft und wird das Zusammenleben fördern. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Corinna Rüffer für die